die Immerath alt, deshalb steht alt da, weil die Immerath als solches letztlich schon abgebaut worden ist. Was erwartet uns in der Ortslage Lützerath? Wir haben eine Besonderheit, dass keiner der ursprünglichen Bewohner mehr vor Ort ist. Es sind lediglich Personen in der Ortslage Lützerath, die dort zunächst mal nicht aufhältig waren, aber nach Lützerath gekommen sind. Eine weitere besondere Situation ist für uns, dass die Bewohner und Bewohnerinnen der umliegenden Dörfer sehr große Sorgen haben vor den Auswirkungen des Einsatzes. Und eine Besonderheit für uns noch, dass die Sympathie auch durchaus unterschiedlich in den Anwohnerschaften ausgeprägt ist, bezüglich Räumung, aber auch bezüglich der Besetzung. Was haben wir im Moment in der Ortslage? Sie sehen, wie nah die Tagebaukante gerückt ist. Sie sehen bereits Strukturen, die von den Personen, die in Lützerath aufhältig sind, aufgebaut worden sind. Und unten sehen Sie nochmal einfach so einen exemplarischen Überblick, welcher Einsatzraum der Tagebau für uns ganz besonders bietet. Die Lage innerhalb von Lützerath, wir haben ein großes Protestcamp, die Teilnehmerzahl ist variabel, steigt zurzeit leicht an. Am 4.1. haben Sie selber zur Kenntnis genommen, wurde der sogenannte Tag X, das ist der Mobilisierungstag der Protestszene, ausgerufen. Ab dann erwartet man bundesweites, internationales Kommen nach Lützerath. Wir haben zwei Mahnwachen aktuell noch in Lützerath, bis heute 24 Uhr. Das ist die alte Mahnwache, die kennen Sie oben nördlich am Wendehammer. Eine zweite Mahnwache durch Greenpeace vor Ort. Wir haben besetzte Gebäude, wir haben diverse Baum- und Bodenstrukturen, die über Monate errichtet worden sind. Wir haben Barrikaden, die aktuell noch ausgebaut werden in der Ortschaft, um insbesondere Durchfahrthindernisse für uns darzustellen. Ganz kurz ein paar Szenarien für Sie. Die besetzten Gebäude ist für uns eine große Herausforderung. Wir wissen nicht, was uns darin in großen Teilen erwartet. Es sind landwirtschaftliche Bauten, die Besonderheiten haben in Sachen Übersichtlichkeit oder Gerätschaften, die sich vielleicht noch darin befinden. Die Situation vor Ort, wir wissen nicht, ob irgendwelche Fallen aufgebaut worden sind, ob man sich innen drin mit Lock-on versieht, ob man sich mit dem Gebäude letztlich irgendwo verbindet, ob man Dächer erklettert, alles das sind besondere Herausforderungen, auf die wir uns natürlich im Einsatz im Vorhinein vorbereitet haben. Bodenstrukturen habe ich schon erwähnt, sowohl baulicher Art auf den Wiesen Klaasen und Heukamp, die ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzer in Lützerath, haben sich erhebliche Bauten, Ausbauten tatsächlich breit gemacht, wo sich entsprechende Personen in der Lützerather Ortschaft aufhalten. Ganz rechts sehen Sie nur exemplarisch den sogenannten Monopod. Das ist ein ganz besonderer zum Beispiel, der hat so eine Höhe von ca. 30 Metern. Und die Besonderheit sehen Sie, können Sie vielleicht auch noch leicht erkennen, sind die Verkabelungen und Verdrahtungen, die da angebracht worden sind. Die sind sehr, sehr komplex. Das ist wie so ein kleines Strickmuster, auch für die Kollegen dann, weil wir da letztlich natürlich Personen aus großer Höhe in Bergen retten müssen, ohne dabei letztlich Gefahren für diejenigen, als auch natürlich für meine Einsatzkräfte tatsächlich zu bewirken. Und immer wieder wird behauptet, dass wenn man einen Strang kappt, sozusagen entweder die ganze Konstruktion da niederfällt oder an anderer Seite wiederum jemand zum Beispiel von dem Baum aus fällt. Insofern eine sehr komplexe Angelegenheit, die mit größter Ruhe und Besonnenheit von den Kollegen angegangen wird. Sperren und Blockaden, nur exemplarisch, möchte ich gar nicht weiter so darauf eingehen, sind reichlich auf den Fahrbeziehungen in der Ortschaft vorhanden, werden auch noch weiter ausgebaut, um letztlich tatsächlich die Zufahrtmöglichkeiten und Befahrbarkeit der Ortschaft zu beeinträchtigen oder zu verhindern. Gleiches Ziel haben angelegte Gräben und Löcher, die wir feststellen konnten, hier auch exemplarische Bilder dazu. Alles letztlich Widerstandsstrukturen, die ein Räumungsgeschehen erheblich erschweren sollen. Zusätzliche Gefahren der Tagebau als solcher, die brauche ich Ihnen nicht zu erwähnen, da warnen wir auch jeweils unterschiedlich und erheblich auf allen möglichen Medien vor diesen Einsatzlagen vor. Immer wieder versuchen Personen, Gräben oder Treppenanlagen in den Tagebau hinein durch die Kante zu graben. Besonderheit ist, diese Kante ist nicht befestigt.
Das ist ganz normales Erdreich, was angegraben worden ist, in keinster Weise irgendwo technisch befestigt wurde. Insofern spielen die Personen, das muss man sagen, bei einer Absturzhöhe von 30 bis 40 Metern in Teilen mit ihrem Leben und natürlich auch wiederum mit dem Leben von denjenigen, die sie doch dann retten oder entfernen müssen. Szenarien, mit denen wir rechnen in aller Kürze noch, natürlich friedliche demokratische Protestformen, mehr als willkommen. Das ist Ausdruck der lebendigen Demokratie. Die werden von uns umfassend geschützt, begleitet. Das ist kein Einsatzszenario, was wir irgendwie verhindern wollen, sondern im Gegenteil sehr begrüßen. Die nächste Form sind gewaltfreie Protestformen, wo die Personen, die sich da rein begeben, auch tatsächlich die Strafbarkeit noch akzeptieren, sich nicht wehren bei Maßnahmen. Sie können sich vorstellen, ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, ein sogenanntes Tripod. Da hängt man sich dann rein, auch sehr komplex zu lösen, weil Sie können nicht einfach, die Vorstellung mag man haben, einen Baumstamm oder einen Ast jetzt absägen und die Person dann zu Boden bringen. Die ist da oben meistens so aufgehangen und verkantet, dass das wiederum zu erheblichen Gefahren führt und die Kollegen regelmäßig dann entsprechend Hebebühnen daran müssen. Aber die Personen regelmäßig ohne großen Widerstand, ohne aktiven Widerstand insbesondere, lassen sich dann herunterbringen. Und das ist insoweit für uns technisch eine Herausforderung, das dauert, aber das ist dann in dem Sinne von uns nicht eine Herausforderung in Sachen polizeilichen Einsatz. Viel schwieriger, das Problembild habe ich Ihnen auch mitgebracht, weil es angekündigt worden ist. Und dann sehen Sie auch ein Bild, was die Szene selber veröffentlicht hat in den sozialen Medien. Das ist ein Steinkatapult, was errichtet worden ist mit Fahrradschläuchen, Zwillensteinschleudern und Werfen von Steinen und Pyrotechnik. Die aktuelle Diskussion kennen Sie. Überschreitet deutlich die Grenze jedes hinnehmbaren Szenarios. Und vor allem deshalb, weil die Personen immer wieder nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das auch aller anderen letztlich damit bewusst in Kauf nehmen oder gefährden. Das ist ein Szenario, auf das wir uns einstellen müssen. Und wenn Sie dann Bilder sehen, wo Kollegen den Helm anhaben oder das Schild mitführen, dann hat das unter anderem genau diesen Grund, weil ich da die Kollegen nicht reinrennen lassen kann, wenn angekündigt worden ist, wir werfen Steine oder schießen vielleicht mit Zwillen. Besetzung Tagebauer, drüber geflogen, kennen Sie reichlich. Auch das könnte ein Szenario sein, was uns während der Räumung Lützerath ereilt, weil die Szene schon angekündigt hat, uns letztlich den ganzen Einsatzraum zu beschäftigen, um Kräfte und Ähnliches gegebenenfalls von Lützerath dann abzulenken. Natürlich haben wir uns da seriös noch eingestellt auf das Szenario. Ebenso die Besetzung der Großgeräte, hochgefährlich. Die größte Pylone auf dem Tagebaubagger hat die Höhe von 96 Metern. Dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie da eine Person retten wollen von oben, die sich noch nicht mal festgemacht hat und vielleicht auf beiden Füßen nur balanciert, dann sind das besondere Herausforderungen. Die Kollegen sind da hochprofessionell und ich bin froh, dass sie so besonnen davor gehen. Besetzungen, Kohlekraftwerke, Kohlebunker, auch ein Szenario, genauso wie die bekannten Blockaden, Besetzungen der Transportwege. Die Sachen kennen Sie. Wir sind darauf eingestellt, dass es kommen kann. Ich sage etwas Perfides, wenn ich den Ausdruck hier an der Stelle benutzen darf, ist tatsächlich Einschüchterungsversuche auf Zulieferfirmen, auf Logistikfirmen, die uns im Einsatz unterstützen, mit dem Ziel natürlich, dass sie ihre Logistik zurückziehen, weil sie gegebenenfalls eingeschüchtert oder verängstigt sind. Sie sehen hier Bilder von tatsächlich natürlich bereits erfolgten Einwirkungen und diesen Einwirkungen, diese Brandstiftung hatten wir auch unmittelbar jetzt schon vor diesem Einsatz, wo dann jeweils versucht wird, Infrastruktur zu zerstören, um RWE bzw. dann den Einsatz tatsächlich zu behindern oder zu erschweren. Von uns ein sehr ernst genommenes Szenario, auf das wir ebenfalls eingestellt sind. Ja, welche Leitgedanken prägen den Einsatz? Das vielleicht zuletzt für Sie, weil es mir auch ganz wichtig ist für die Kolleginnen und Kollegen. Wir werden immer wieder in den Kontext gebracht. Manch einer nennt uns aus der Protestszene heraus Büttel von RWE. Ich darf Ihnen versichern, dass unser einziger Maßstab unseres Handelns unser gesetzlicher Auftrag ist. Es ist mir auch völlig egal, wer welche Interessen von welcher Seite oder welcher Dritte das an uns heranbringt. Einzig der gesetzliche Auftrag ist unsere Verpflichtung und auch mein Ziel im Einsatz. Und das wissen die Kollegen und Sie können davon ausgehen, dass die Kollegen genau diesen Wertemaßstab auch haben.
egal was uns nachgesagt wird oder durch Bilder versucht wird, da rein zu interpretieren. Die Differenzierung für uns weiter ein sehr erfolgskritisches Momentum. Sie kennen es, dass gewalttätige, autonome Szenen sich gerne in die zweite, dritte, vierte Reihe von friedlichen Versammlungen begeben, daraus agieren und uns nachher dann vorgeworfen wird, wenn wir in Richtung der Personen intervenieren, dass wir friedliche Protestteilnehmer im Grunde weggeräumt haben. Diese Bilder, mache ich keinen Hehl draus, sind durchaus provoziert, berechtigt und irgendwie müssen wir an diese Leute hier rankommen, damit sie letztlich ihre Straftaten nicht weiter ausüben können. Insofern sind die Kollegen schon sehr darauf, von uns eingestellt zu differenzieren, wen habe ich mir gegenüber und wie werde ich da verhältnismäßig einschreiten. Vorletzter Punkt von mir ist die Besonnenheit und Professionalität. Sie haben das im Laufe der letzten Woche gesehen. Ich bin bereit dazu, die Zurückhaltung bis zum äußerst Machbaren zu üben. Das ist nicht immer leicht für die Kollegen und Kolleginnen. Die stehen häufig Personen gegenüber, die sie mit Schmähungen und Beleidigungen belegen. Das ist für die Kollegen sehr schwer auszuhalten. Ich habe größten Respekt und größte Hochachtung, wenn die Kollegen da im Dauerregen stehen, das über sich ergehen lassen müssen und der Polizeiführer, der Einsatzleiter von ihnen verlangt, Besonnenheit zu zeigen, weil es für uns keinen taktischen Mehrwert entfaltet, in diesem Moment dagegen einzuschreiten. Da bin ich allerdings auch bei einem Hauptproblem, was ich gerne hier auch schildern möchte. Das ist, dass uns die friedliche Protestszene immer wieder sagt, wir bekommen keine Aufmerksamkeit, sondern erst die Gewalt bringt unseren Protest in die Medien und damit in die Gesellschaft. Das ist ein Punkt, der uns sehr wehtut, weil der friedliche Protest dann droht unterzugehen. Und das ist unser aller Verantwortung, dass genau der Protest, der demokratische Protest, nach vorne kommt. Weil das Gefährliche ist, dass das gewaltbereite Spektrum, und da macht es auch keinen Hehl draus, dadurch natürlich Oberwasser bekommt und den Friedlichen dann sagt, siehste, wenn ich einen Stein werfe oder Pyrotechnik, dann komme ich in die Presse, in die Medien und dann erst kriegt euer Protest die entsprechende Wucht. Das ist eine Gratwanderung für uns alle, aber deshalb auch eine deeskalierende Berichterstattung, eine faire Objektive, hilft uns allen. Transparenz und Kommunikation ist ein Punkt, der uns ganz entscheidend wichtig ist, ist auch mein letzter, bevor ich an den Herrn Rademacher übergebe. Sie wissen, wir haben Kommunikationskräfte im Raum. Herr Weinsbach hat eben von Ihnen gesprochen. Es ist ganz wichtig für uns, um Legendenbildung tatsächlich zu verhindern. Es wird ja immer gerne dargestellt, so nach dem Motto, wir hauen grundlos drauf. Ich mache das mal etwas platt in der Darstellung, weil es mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich davon überzeugt bin, dass das bei uns kein Kollege und keine Kollegin tut. Wir versuchen durch die Kommunikation auch da bis an die Grenzen des Machbaren zu deeskalieren. Bevor Einsatzmaßnahmen getroffen werden, versuchen wir immer zuerst den kommunikativen Weg. Wie auch gerade, ich bin hier nun mal Einsatzleiter, komme gerade aus der Befehlsstelle heraus. Es werden gerade im Einsatzraum Verkehrsschilder sinnlos von der Protestszene abgerissen. Auch da schicke ich zunächst mal keine Einsatzkräfte hin, sondern versuche über die Kommunikation darzustellen, dass es wahrscheinlich nichts Sinnfreieres gibt, als den Einsatzraum jetzt noch außerhalb zu verwüsten. Deshalb von mir die letzte Botschaft in diesem Rahmen. Bei aller Besonnenheit und Zurückhaltung werde ich es nicht zulassen, dass meine Kolleginnen und Kollegen zur wehrlosen Zielscheibe von roher Gewalt oder körperlichen Angriffen werden. Das hat alles Grenzen, die wir letztlich verantworten müssen und ich besonders als Einsatzleiter. Die Kolleginnen und Kollegen leisten unzählige Stunden unter Vernachlässigung des eigenen Privatlebens und stehen zum Teil stundenlang völlig durchnässt im Regen, müssen sich Beleidigungen und Beschmähungen anhören. Sie haben es nicht verdient, und das lasse ich auch nicht zu, dass Sie dann als Ersatzschuldiger für gesellschaftliche Konflikte benannt werden und dann letztlich im Fokus von Gewalt stehen. Deshalb bitte ich Sie, dass Sie dann auch diese Bilder aushalten müssen. Wenn wir uns zum Eingreifen entschließen, können Sie davon ausgehen, dass alle Maßnahmen vorher ausgereizt sind. Aber dann gibt es eben Bilder, wenn ich vorgehe gegen Störer, wenn Störer weggetragen werden oder von uns dann mit Kollegen, Kolleginnen mit Helm und Schild letztlich verfolgt werden.